Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es darum, woraus besteht eine FPV-Drohne. Viel Spaß! Okay, also herzlich willkommen zu diesem Video. Hier soll es also darum gehen, woraus so eine FPV-Drohne besteht, welche Bestandteile drin sind, für was diese da sind und was du beachten musst, was du beachten kannst und die verschiedenen Arten und Möglichkeiten. Also woraus besteht eine FPV-Drohne? Ein FPV-Kopter, wie man auch sagt. Damit ich dir das Ganze besser erklären kann, habe ich jetzt die ganzen Teile nochmal einzeln bestellt, weil ich jetzt demnächst wieder eine neue aufbauen möchte. Und das Ganze kommt dann so zu dir. Und anfangen wollen wir mit dem Rahmen. Also das ist der Rahmen. Das Ganze aus Carbon, wie schon gesagt. In dem Fall ein 3 Zoll Kopter. Das heißt, der Kopter wird mit 3 Zoll Propellern betrieben, weil der ganze Rahmen etwas kleiner ist und demzufolge auch nicht so viel Fläche von den Propellern einnehmen kann. Das Ganze kommt hier mit Prop Guards. Das Ganze ist dann nochmal als Sicherheit gedacht, damit du auch, wenn du Indoor fliegst und vor Gegenstände fliegst, nicht gleich abstürzt und auch nicht gleich deinen Kopter zerstörst. Und ja, so kommt das Ganze zusammen. Da sind dann noch meistens noch ein paar Schrauben dabei und auch verschiedene Standoffs, damit du das Ganze montieren kannst. In dem Fall auch noch ein GoPro-Mount und diverse Klettbänder und für die Antennen Schützer. Und ja, so kommt das Ganze in dem Zusammenhang. Und das ist also dein Grundgerüst. Hier bauen sich alle Teile auf, beziehungsweise hier baust du alles rein und darauf kannst du dann aufbauen. Genau, das ist also Teil 1, der Rahmen. Kommen wir zum Teil 2, dem Herzstück des Ganzen. Und das ist der Flugcontroller. Das kommt hier in so einer Schachtel. Und ja, schauen wir mal rein. Da gibt es natürlich auch wieder ganz verschiedene Sorten. In dem Falle, weil ich mir jetzt einen kleineren Kopter bauen möchte, ist es hier eine Mini-Variante. Das sieht dann so aus. Und das ist also ein Mini-Computer, in dem alle Signale verarbeitet werden, in weitere Signale, entweder an Motorregler oder an verschiedene andere Einheiten. Auch Videosignale werden damit verarbeitet. Dein Signal, was von der Fernbedienung kommt, wird da drin noch verarbeitet und umgerechnet und dann ja, wieder ausgegeben an verschiedene Teile. Das Ganze läuft mit einer Software im Hintergrund, die du dann auch vom Rechner aus ansteuern kannst. Und genau, also das ist also dein Herzstück. Hier musst du genau schauen, was du haben möchtest, was der können soll. Hier gibt es verschiedene Prozessorversionen. Macht der da aber nicht so große Bedenken. Schau einfach in den Shops nach und die Modelle, die oftmals auch die Bestseller sind. Das gibt einen Grund, warum die Bestseller sind. Also vertraue einfach auf die Bewertungen, sehe es nicht so wissenschaftlich und dann bekommst du auch den richtigen Flugcontroller. Das ist also der Flugcontroller. Und als zweiten Part, der auch sehr wichtig ist und was auch wieder ein kleiner Minicomputer ist, ist der Motorregler. Das sieht dann so aus. Und dieser Motorregler ist also auch ein kleiner Computer. Und dieser wandelt die Signale, die aus dem Flugcontroller kommen, in Ströme um, die dann wiederum die Motoren ansteuern und dann diese in verschiedenen Geschwindigkeiten drehen lassen können. Genau, da hast du hier die verschiedenen Anschlüsse für die Motoren und auch den Anschluss für deinen XT60-Stecker. Das ist der Stecker, mit dem du dann deine Batterie anschließen kannst. Und das ist auch wieder eine Mini-Ausführung. Im Normalfall können die auch etwas größer sein. Und dieser Motorregler läuft auch mit einer Software im Hintergrund, wo du auch nochmal verschiedene Einstellungen vornehmen kannst. Wenn zum Beispiel die Motoren dann falsch angeschlossen sind oder auch falsch rumlaufen, kannst du diese hier in der Software anpassen und dann richtig rumlaufen lassen. Das ist also die Kernkomponente von deinem Kopter. Hier das Ganze als Deck. Das heißt, wenn man das so übereinander nimmt, kann man das sehr schön dann in den Rahmen mit einbauen. Kommen wir also jetzt zu den Motoren, passend zum Motorregler. Das sind also die Teile, die dann an den Motorregler angelötet werden.
Und in dem Falle, weil ich jetzt einen relativ kleinen Rahmen auch gewählt habe, sind die Motoren noch relativ klein. Das heißt, je größer der Rahmen, desto größer werden noch die Motoren. Denn du musst ja auch das ganze Gewicht irgendwie wegkriegen und das geht dann nur durch Masse. Wenn du jetzt beispielsweise einen 5-Zoll-Copter aufbauen möchtest, dann hat sich die Bauform 2204 bis 2306 durchgesetzt. Das ist also der Durchmesser und die Höhe, die da in der Zahl versteckt ist. Und den KV-Wert, der kommt dann darauf an, ob du mit einem 4-Zellen-Akku fliegst oder mit einem 6-Zellen-Akku. Das ist also je nachdem entscheidend. Bei 4S kannst du sagen, hast du ungefähr von 2100 bis 2800 KV. KV steht nicht für Kilovolt, sondern ist die Einheit, in der die Drehzahlkonstante angegeben wird. Genau, und wenn du mit einem 6-Zellen-Akku fliegen willst, dann richtet sich das ungefähr zwischen 1500 und 1800 KV aus. Genau, das ist also das dazu. Und hier gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, welche Propeller du dann verwendest. Denn je nach Größe ist natürlich auch das Drehmoment entscheidend. Genau, in dem Falle habe ich ja hier einen kleinen Motor. Das heißt, hier sind auch kleinere Propeller notwendig oder passender. Genau, die sehen dann so aus. Das sind also die 3 Zoll Dreiblatt Propeller. Hier gibt es verschiedene. Es gibt zwischen 2 und 4 Blatt. Kannst du da alles auswählen. Dann gibt es noch 3 Zoll, 4 Zoll, 5 Zoll, also je nachdem, was du für eine Größe hast. Und dann unterscheidet sich das Ganze noch in dem Anstieg der Rotorblätter. Also wie steil ist das Ganze, also wie wird der Wind verdrängt, um dann auch den Copter nach oben zu bekommen. Das ist also Motor und Propeller. Kommen wir jetzt zum Empfänger. Das ist in dem Fall ein FR-Sky, lass mich nochmal gucken, RXSR. Das ist ein sehr, sehr kleiner Empfänger. Dieser Empfänger ist dazu da, deine Signale von der Fernbedienung zu empfangen und diese an den Flugcontroller weiterzugeben, damit der diese dann wiederum verarbeiten kann und dann an den Motorregler weitergeben kann und die Motoren in demzufolge so sich bewegen, wie du die Sticks hier eingibst. Genau, das ist das Ganze. Wird auch wieder angeschlossen über Lötkontakte auf dem Flugcontroller. Das Ganze findet dann auf 2,4 GHz Frequenz statt. Und ja, das ist eigentlich das, was du dazu wissen solltest. Kommen wir also zur FPV-Kamera. FPV steht ja für First Person View. In dem Falle, genau genommen, ist es ein First Drone View, weil du guckst ja aus der Perspektive der Drohne und steuerst diese dann so, wie du das Bild siehst in deiner Videobrille. Das heißt, das Bild, was hier in der Kamera aufgenommen wird, wird analog über ein Videosignal an die FPV-Brille geschickt und du siehst dann also die Perspektive, die deine Drohne, dein Copter sieht. Das ist also das Bauteil und genau, du kannst dann noch über die Software, die auf dem Flugcontroller drauf ist, verschiedene Werte noch in dein Display legen, was dann wiederum gesendet wird an die FPV-Brille. Wie zum Beispiel Empfangssignale, also wie stark ist noch das Empfangssignal von deiner Fernbedienung oder wie lange bist du jetzt schon geflogen und solche Geschichten. Genau, das ist die Sache. Also auch eine wichtige Komponente. Und damit das ganze Signal auch gesendet werden kann, brauchst du natürlich einen Videosender. Der Videosender schickt also dein Bild über ein 5,8 GHz Signal an deine Videobrille, an den Empfänger deiner Videobrille. Und das Ganze kommt also auch wieder als Platine mit einem Rechner drauf, wo du dann also eine Antenne anschließt und dann das Signal verschickt wird. So, und dann sind wir auch schon fast durch. Was fehlt jetzt also noch? Der Akku. Das habe ich schon erwähnt. Also je nachdem, was du für einen Akku fliegst, danach richtet sich dann auch deine Motorenauswahl. In dem Fall da jetzt ein 4S LiPo. 4S steht für 4 Zellen. Und LiPo steht für Lithium-Polymer. Das ist der Inhalt, woraus der Akku besteht. Und genau, hier ist einfach nur die Auswahl, ob 4S oder 6S oder je nachdem, wie groß dein Copter dann ist. Aber in der Regel kann man gut mit 4S anfangen, wenn du einen 5-Zoll-Copter aufbauen willst. Und damit du deine Flüge noch schön aufnehmen kannst, macht sich natürlich noch eine GoPro
von Vorteil, denn damit kannst du natürlich wesentlich bessere Aufnahmen machen, denn das ist ein digitales HD-Signal. Im Vergleich zu dem analogen Signal ist das natürlich eine ganz andere Welt. Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der in der Richtung Freestyle unterwegs ist, das heißt Freestyle oder Racing. Bei Racing ist das natürlich wieder ein Mehrgewicht, was den Kopter schwerer macht, was natürlich dann wieder nicht so von Vorteil ist. Aber wenn du Freestyle unterwegs bist, also auch Videos in der Natur machen willst oder auch von irgendwelchen Dingen, die du verfolgst, macht dich so eine GoPro auf jeden Fall sehr gut. Und damit du die montieren kannst, gibt es noch solche 3D-gedruckten Teile. In dem Fall hier ein GoPro-Mount, der passend für den Rahmen gedruckt wurde. Ja, das ist also die ganze Geschichte, woraus ein Kopter besteht. Was brauchst du jetzt noch alles, damit dann der Kopter auch fliegt? Wie schon erwähnt, die Funkfernbedienung und auch die Videobrille mit einem Empfängersignal. Und wenn du diese Teile alle hast und zusammengebunden hast, dann kannst du schon losfliegen und das Flugerlebnis erleben. Was braucht man noch? So ein paar Klettbänder, um die Akkus festzumachen. Kabelbinder, um diverse Kleinteile auch noch festzumachen. Und genau, das ist also die ganze Geschichte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr kennt jetzt die Bestandteile eines FPV-Kopters. Ihr kennt nun jedes Teil und wisst ungefähr, für was da ist. Und jetzt könnt ihr eure eigene Liste machen, euer eigenes Setup erstellen und dann überlegen, ob was zusammenpassen könnte und zu schauen, wie euer Setup aussehen kann. Ich habe das immer so gemacht, ich habe mir eine Excel-Liste erstellt, habe die verschiedenen Bestandteile aufgeschrieben und habe dann nach jedem Teil geguckt. Bestellt habe ich meistens in zwei verschiedenen Shops. Welche diese sind, habe ich euch mal verlinkt unten. Und wenn ihr euer theoretisches Setup jetzt aufgestellt habt und erstellt habt, dann teilt doch gerne eure Kombination, euer Setup in den Kommentaren und dann können wir ja vielleicht schauen, dass wir uns gegenseitig helfen oder ich euch auch sage, ob das Setup passt und ihr dann daraufhin das Ganze bestellen könnt und auch euren ersten Kopter bauen könnt. Also, ich hoffe, das Video war lehrreich für euch und wenn es euch gefallen hat, gerne kommentieren und ja, bis bald!